Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Close Combat The Bloody First. Wir sind nun in Spiba. Es ist 14 Uhr Ortszeit, 1943 am 20. Februar. Der Notorious German Field Marshal Erwin Rommel hat seine Truppen geteilt und sendet nun seine Panzer, insbesondere von der 21. Panzerdivision, Richtung Norden nach Spiba, währenddessen der Rest der Afrika-Korps nach Westen vordrückt. Wir müssen sie aufhalten, beziehungsweise haben die Gelegenheit, sie abzufangen, wie wir das Ganze jetzt hier gerade eben entnehmen. Ich kann euch bloß jetzt schon sagen, das wird eine sehr, sehr unangenehme Situation. Ich bin übrigens wieder in einem anderen Speicherstand, weil ich festgestellt habe, ich hoffe, das wird nach dem Release nicht mehr der Fall sein. Also hier gibt es noch ein paar kleine Bugs, die werde ich auch alle schön weiterleiten. Meine Speicherstände werden teilweise nicht richtig gespeichert. Also das, was ihr jetzt in Folge 2 gesehen habt, dieser Erfolg wurde nicht korrekt gespeichert. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe einfach, dass das Ganze dann ab Release funktioniert. Ich gehe einfach mal fest davon aus, ne? Ich bin immer noch in einer Beta-Version. Es ist nicht die Release-Version. Ich weiß gar nicht, wie alt diese Version ist, die quasi jetzt hier Leuten wie mir zur Verfügung gestellt wird. I don't know. Aber das ist jetzt auf jeden Fall die Situation. Und deswegen sind wir jetzt wieder in dem Spielstand, in dem wir ursprünglich drin gewesen waren. Das Lustige ist, glaube ich, dass die Verlustsituation eigentlich relativ ausgeglichen ist im Vergleich dazu. Denn ich hatte jetzt ja gerade in der zweiten Mission mehr Verluste, als ich zum Beispiel in dem, was ich zum allerersten Mal, also hier, gespielt habe. Egal. Lassen wir es. Wir sind nach wie vor in der defensiven Situation und sollen uns jetzt im Grunde uns eingraben und uns hier gegen die deutschen Panzer verteidigen. Wir haben Mörser, Artillerie und Luftsupport, allerdings jeden nur ein einziges Mal, was die Sache sehr, sehr einschränkt. Und wir sollten jetzt auch Anti-Tank-Guns verwenden. Wir sollen uns auch hier auf die Tank-Hunter-Items konzentrieren. Das wird alles andere als einfach, sage ich euch. Das wird not easy. Aber ihr werdet gleich sehen, warum. Denn manche von diesen Fahrzeugen sind schwer zu knacken. Sind sehr, sehr schwer zu knacken. Hier sehen wir es, die Kräfteverhältnisse des Feindes sind extrem. Wir haben hier diese drei Sachen jeweils einmal zur Verfügung. Leider nur einmal. Das hier ist die Map. Und jetzt müssen wir erstmal unsere Truppe hier zusammenstellen. Ihr seht hier auf jeden Fall, ich habe jetzt schon eingeschränkte Rifle-Teams. Ich schmeiße jetzt auf jeden Fall die Truppen schon mal raus, die zu viele Verluste haben. Ihr seht hier, habe ich auch einen Kommandanten verloren. Hier habe ich schon mal zwei AT-Guns drin. Ich nehme noch einen dritten AT-Gun mit. Und es wird einige gegnerische Panzer geben, die wir in irgendeiner Art und Weise hier ausschalten und in die Falle locken müssen. Ich denke, in dem Fall in die Falle locken und Geduld haben ist genau das richtige Thema. Wenn wir nämlich zu aggressiv sind, haben wir keine Chance. Die Bar-Teams müssen wir eigentlich gar nicht so sehr mitnehmen. Denn was wir tendenziell eher brauchen, sind wirklich die Rifle-Teams wegen der Kaliber 30 Grenade-Launcher. Die sind zu angeschlagen. Was ist das hier? Company HQ, die haben das auch nicht. Handgranaten kann man zwar theoretisch auch einsetzen gegen die Teile, aber das ist eher dann... Ja, so der mittelprächtige Versuch, sage ich jetzt mal. Was ich hier auf jeden Fall noch machen kann, ist ja, das Rifle-Team wäre eigentlich eine Idee. Und was ist, wenn ich den jetzt hier das Tank-Hunter-Team assigne? Ach, die sind zu klein. Ne, dann machen wir das anders. Dann nehme ich hier noch ein Bar-Team und den gebe ich hier das Tank-Hunter-Team. Wo ist denn das hier? Zack. Dann seht ihr, dann werden die aufgeteilt hier in eine ganz, ganz normale Truppe und in ein Tank-Hunter-Team, das hier mit offensiven Granaten MK3 ausgestattet. Das haben die dreimal, die haben auch noch ein bisschen Smoke Grenades, die haben auch noch so einen Grenade Launcher. Das sind aber nur zwei Stück, die muss man saumäßig vorsichtig einsetzen. Trotzdem können wir noch drei Einheiten mitnehmen. Platoon-Reserven bringen uns hier original gar nichts, außer wir würden ihnen das halt geben, was wir ihnen gerade gegeben haben, also dieses Tank-Hunter-Team. Ich gucke gerade immer noch irgendwas an. Ich habe noch ein Rifle-Team, das ist sehr gut. Hier haben wir auch noch mal ein Rifle-Team. So. Ne, das ist noch ein Bar-Team, das ich jetzt hier zugeteilt habe. Und was ist das hier nochmal? Ein Kaliber 30. Haben wir nicht noch irgendwas Besseres? Dann nehme ich halt noch ein Kaliber 30. Ein Maschinengewehr wird auch nicht schaden. Sind wir mal ehrlich, wird nicht schaden an der Stelle. Ich gucke gerade den Rifle, Rifle Mortar.
Tank Hunter Rifle, Bar Team, ja, Mortar Rifle, Mortar Platoon Akku. Ja, gucken wir mal, was passiert. Scouts könnten wir machen, aber ganz im Ernst, unsere Leute können sich eh eingraben. Assault Team könnten wir machen, brauchen wir aber in dem Fall nicht, denn wir erwarten eigentlich keine Infanterie. Wir erwarten Panzerchen. Wir erwarten Panzerchen, meine lieben Freunde. So, los geht's. Also, neben der Tatsache, dass wir Einheiten im Grunde auch, wie ihr seht ihr mit dem hier, die Line of Sight definieren können, wir können ihnen auch neue Positionen zuweisen, gerade am Anfang. Das habe ich auch noch nicht gezeigt. War bloß bis jetzt nicht notwendig. Hier könnte es notwendig werden. Denn die Panzer werden hier natürlich durchkommen. Ich habe diese Mission schon mal gespielt. Und beim ersten Mal, kann ich euch jetzt schon sagen, ihr werdet in den Regelfällen beim ersten Mal einfach knallhart failen. Die Panzer werden höchstwahrscheinlich hier durchfahren und ich nehme mal an, auch bis hierhin fahren. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier gucken, was wir jetzt wohin nehmen. Rifle, die Mortars stelle ich mal hier an diese Ridge. Oder nee, warte mal, eigentlich, wir sollten sie auf jeden Fall schon eine Ridge stellen. Die Frage ist bloß, an was für eine. Sie sollen ja auch einsatzfähig sein. Jetzt gucken wir mal gerade eben, wie das jetzt hier mit der Sichtlinie aussieht. Eigentlich wären die hier ganz gut, die Mortars. Warte mal, wo haben wir jetzt die Mortars? Da, Mortar Nummer 1. Mortar Nummer 1, die verschiebe ich jetzt mal näher an den Feind. Auch wenn das dir gar nicht gefallen wird. Dann haben wir hier, Moment, Mortar Nummer 2. Dich verschieben wir dahin. Dann haben wir noch die AT-Guns. Die AT-Guns sind sehr wichtig, damit wir die Panzer überhaupt erwischen können. Problem ist bloß, sie zielgerecht einsetzen. Das wird der tricky Part. Ich denke, das Beste wird sein, dass wir sie irgendwie... Also ich zeige euch gleich mal, was wir machen. Wir können in diesen Handmodus gehen oder Ambush-Modus gehen. Wir stellen sie ganz vorsichtig irgendwie dahin. Ah, nee, nicht dahinter. Die sollen schon da rausknipsen können. Naja, wenn der Panzer dann hier so um die Ecke kommen, sollen die da drauf schießen. Das Problem ist bloß, ist mir einfach immer noch zu nah. Ist mir immer noch zu nah. Gucken wir mal, was die sehen können. Die können eigentlich nichts sehen. Dieser Hügel ist ja einfach nur scheiße. Entschuldigung, ist aber so. Dann machen wir das anders. Ne? Positionierung ist in solchen Gefechten halt manchmal das A und O. So, Ambush in diese Richtung. Dann sehen die immerhin quasi hier diese Line of Sight runter. Dann haben wir nochmal eine zweite AT-Gun. Die sollten wir woanders aufstellen. Die hat hier eine super Sicht. Ist aber auch hier sehr, sehr eingeschränkt. Auch hier machen wir Ambush in diese Richtung. Und jetzt haben wir noch die dritte AT. Ne, warte, das ist die zweite. Wo ist die dritte? Das ist die dritte AT-Gun. Die befindet sich hier. Diese Anti-Tank-Gun stellen wir. Warte mal, was sehen wir hier? Hier sehen wir gar nichts. Was sehe ich hier? Hier sehen wir auch nichts. Extrem schrecklich, wie wenig man sieht. Aber wir sollten sie ohnehin, glaube ich, erstmal kommen lassen. Könnte Sinn machen. Ich stelle das Ding mal dahin, sag auch Ambush in diese Richtung. Was soll denn der Käse jetzt? Warum bist du jetzt da vorne? Da sollst du sein, genau. Ja, die Aufstellung ist halt wichtig. Warte mal, das Bar-Team hier. Wir brauchen halt auch Sicht. Deswegen stelle ich jetzt hier einen Trupp da rein. Was ist denn das Bar-Team hier? Genau, das Bar-Team hier. Wir können auch Einheiten in Gebäude parken. Die können jetzt dafür sorgen, dass wir da schon mal ein bisschen jetzt Line of Sight haben. Ich sage auch gleich schon mal hier Ambush in diese Richtung. Oder ich kann auch einfach sagen Sneak. Dann sind die schon mal dann quasi eigentlich nicht zu sehen. Aber wir können es auch einfach richtig machen. So, zack. Ihr seid hier momentan, was seid ihr eigentlich? Ihr seid ein Rifle-Team. Die Rifle-Teams würde ich eher da drüben hinpacken. Moment. Falls die Panzer in die Nähe kommen. Wie gesagt, wir sollen uns ja eingraben. Ambush so in diese Richtung. Dann der Trupp hier. Halt.
machen wir ein ähnliches Spielchen. Ihr geht dahin und grabt euch ebenfalls ein. Das ist das Tank Hunter Team. Tank Hunter Team, da ist übrigens schon mal ein kaputtes Panzer, wie wir sehen. Den packen wir mal. Das Tank Hunter Team packen wir mal vorsichtshalber dahin. Grabt euch ebenfalls auch so ein, so grob in die Richtung. Was mache ich mit den Jungs da? Tue ich dahin. Ambush in diese. Ambushe. Dankeschön. Ja, das Ambushen würde es hier sau wichtig werden. Ambushen. Die sollen dann einfach auch nichts tun, unsere Leute. Wisst ihr, dass der geheime Trick ist? Wir werden jetzt erstmal hier original nicht viel tun. Wir werden jetzt hier gleich einfach zuschauen, wie der Gegner sich jetzt auf uns zubewegt. Nochmal ein Rifle-Team. Das Rifle-Team verstecken wir dann hier. Ambushen dann in diese Richtung. Das ist jetzt hier auch nochmal ein Mortar. Okay. Was ist eigentlich mit unseren 30 mm Rifle 60? Habe ich gar keine mitgenommen. Doch hier. Da ist doch eins. Ach, das ist das M. Das habe ich versehentlich da hochgepackt. Das war nicht so schlau. Ich packe das MG mal hier hin. Und sage ihm, richte dich in diese Richtung aus. Der hier, dieser Rifle-Trupp, der geht noch dahin. Ich muss ihn natürlich schon hochziehen. So, ausrichten, Ambush. Und ich glaube, jetzt habe ich alle vorbereitet. Und ihr habt gesehen, das hat jetzt schon 10 Minuten gedauert. Und das Schlimme ist, diese Schlacht kann echt lange dauern. Was ist denn das jetzt hier noch? Da habe ich ja nochmal ein Rifle-Team. Oh mein, das ist das kleine Rifle-Team. Das kleine Rifle-Team. Und die packe ich mal dahin. Und lass sie mal in diese Richtung ambushen. Okay, los geht's. So. Ihr seht hier, der Feind verliert aus irgendeinem Grund am Anfang jetzt hier schon so ein bisschen Moral. Das könnte an den Punkten liegen, die wir in Wack genommen haben. Also, beziehungsweise die sie nicht haben. Und jetzt haben wir schon die Möglichkeit, hier Dinge zu tun. Das Doofe ist, unsere Truppen sind jetzt schon gesehen worden. Deswegen müssen wir uns jetzt hier am besten schon mal zurückziehen. Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann, wie die auf diese Seite schießen können. Es ist mir ein Rätsel. Wir gehen jetzt mal auf die Höhe von denen da, ne? Es ist unmöglich, dass sie dahinter schießen können. Aber die kriegen das hin. Uiuiuiui. Da hat schon mal hier ein Fahrzeug. Gucken wir mal, ob die das schaffen, das auszuschalten jetzt hier im Ambush. Das hier ist dann auf jeden Fall noch nicht ganz in 30 Metern. Hier schleicht es auf jeden Fall da hinten hin. Ist klar, schon erwischt worden. So, Pause. Jetzt gucke ich mal gerade eben, kann dieses MG-Nest jetzt da schon hinballern? Ihr habt Line of Sight. Perfekt. Das heißt, ihr könnt jetzt ja schon mal das Feuer... Ah, ne, ihr könnt das Feuer noch nicht eröffnen. Da kommen auf jeden Fall noch mal Einheiten, wie ihr seht. Die sehen wir aber momentan noch nicht. Was sehr, sehr ärgerlich ist. Versuch's mal da schnell reinzurennen. Mit den Jungs hier. Da haben wir jetzt hier plötzlich Kontakt. Da sehen wir plötzlich was. Da sind auf einmal von ihnen Anti-Tank-Einheiten. Das ist eigentlich jetzt hier ein sehr, sehr geiles Ziel für unseren Dingensschlag hier. Ruff. Problem ist, der braucht eine Weile. Er muss jetzt erstmal hier prepared werden, wie ihr seht. Der ist nicht gleich sofort am Start. Ihr seht hier, die können auch da nicht hinschießen. Da ist irgendwas im Weg. Da können wir jetzt hinschießen. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt hier gerade eben macht, aber es ist nicht schlau. Oh, was ist da? Feuer frei. Und Feuer frei. Die laufen jetzt hier voll ins Kreuzfeuer rein. Weniger Granaten werfen, mehr schießen.
Okay, die haben wir ausgeschaltet. Ja, werft halt noch mehr Granaten, ey. Unfassbar. Wir warten noch darauf, dass dieses Ding endlich loslegt, ne? Es wird hier immer noch adjusted. Fire wird immer noch adjusted. Ich krieg eine Krise, wenn ich sowas sehe. Wir können immerhin schon mal mit dem anderen Mortar versuchen, jetzt hier mal da drauf zu halten. Und gucken, was passiert. Vielleicht trifft er ja. Wir warten immer noch ab, was jetzt hier hoffentlich gleich passiert. Ist immer noch dabei, jetzt hier sein Feuer anzupassen. Ja, der war gut. Der war gut, der Mortar. Sehr gut. Der hat mir gefallen. Das Problem ist, ich kann ihm jetzt leider einfach nicht sagen, dass er das Feuer einstellen soll. Aber ich kann ihm sagen, Feuer mal dahin. Weil da war auch was zu sehen. Eieiei. Würde es mal bitte dieser Scheiß endlich mal schießen. 6 Sekunden noch. Und Fire for Effect in 2, 1, kommt. Jetzt komm schon. Ja, das Zeug ist jetzt in der Luft. Müsste jetzt jeden Augenblick runterkommen. Ihr seht, es dauert halt echt lange, ne? Der war gut. Aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Das wäre nämlich sehr enttäuschend. Ja, genau. Das habe ich gemeint. Jawohl. Jetzt kam es endlich an. Setzt nochmal ein bisschen nach. Hat ihn auf jeden Fall jetzt gerade eben echt zugesetzt. Da haben wir gerade eben nochmal einen erwischt. Ich weiß bloß nicht, ob das unsere war. Nee, das muss ein Gegner gewesen sein. Oh, da haben wir nochmal was getroffen. Das Infanterie. Also wir haben ihn auf jeden Fall gerade eben gut zugesetzt, wie wir gerade eben gesehen haben. Wir haben jetzt auch diesen Artillerieschlag, den wir auch noch einsetzen können. Da kommt nochmal ein Fahrzeug. Lasst uns doch mal mit dem Mörser da draufhalten. Was hat er gesagt? We can't hurt that. Verstehe ich jetzt nicht. Den anderen habt ihr doch auch auseinandernehmen können. Dinge, die man nicht verstehen muss, oder? Dinge, die man nicht verstehen muss. Angeblich kann er das hier nicht beschießen. Dann komm, dann mach mal dahin. Diese Einheit hier ist im Grunde aufgelöst. Leider. Das sind schon mehrere Unconscious. Also ihr seht, die haben jetzt schon richtig krass jetzt hier Federn gelassen, unsere Truppen. Aber die jetzt zum Glück auch. Es wäre jetzt echt gut zu wissen, was das da oben ist. Da kommt noch mal was. Wir sneaken jetzt dahin. Kann jetzt der andere Mortar hier vielleicht was machen? Nee, der kann nichts machen. Der kann auch nichts machen. Das ist das Problem, ne? Dass wir jetzt hier mit Gegnern es zu tun haben, deren Panzerung zu stark ist. Guck ich mal. Wenn der kommt, kann ich es gleich mit der Artegern machen. Aber dafür muss das Ding jetzt erstmal hier rauskommen. Aus dieser Deckungszone. Kann ich ihn jetzt sehen? Ich kann ihn immer noch nicht sehen, das ist der Wahnsinn. Er ist nicht zu sehen. Der einzige, der noch da ist. Aber kann ich die nicht irgendwie unter Feuer nehmen mit den Jungs da? Oder vielleicht soll ich es eher noch mit einem Mortar machen. Feuer. Wir könnten aber auch alternativ jetzt hier mal den Luftschlag anordnen. Den Artillerieschlag. Weil ich nicht mal weiß, wie ich den drehe. Kann man den irgendwie drehen? Ne, ich kann nur die Map drehen. Da habe ich ihn schon gerufen. Ja, schon rum.
Also der kommt jetzt. Du solltest hier nicht mehr sein, Freundchen. Sneak mal weg. Das Ding kommt relativ schnell. Prepare to fire. Was war denn das gerade eben? Oh nee. Das schlägt jede Menge Scheiß ein. Und Adjusting Fire. Oh, warte mal, jetzt sehen wir es wieder. Können wir jetzt drauf halten? Wir können drauf halten. Ich werde doch wohl dazu in der Lage sein. Manchmal ruckelt es ganz komisch, was ich nicht verstehen kann. Ihr werdet doch wohl dazu in der Lage sein, jetzt auf dieses Ding hier zu feuern. Der sagt, dass die Panzerung zu dick wäre. Die Panzerung ist zu dick. Ach so. Ja, weil die Waffe zerstört ist. Die Waffe ist zerstört. Okay, wir haben unsere erste AT-Gun schon verloren. Läuft bei uns. Läuft. Und wir haben sie noch nicht mal eingesetzt. Feuer. Du müsstest es allerdings können. Und du müsstest es auch können. Jetzt nehmt das Ding hier auseinander. Also wie gesagt, das ist manchmal so komisch ruckelt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Dann ist gerade. Okay, ausgeschaltet. Perfekt. Der ist jetzt nicht mehr da. Jetzt kommt ja der Artillerietreffer, wie ihr seht. Der schlägt es hier ein. Leider trifft er nicht so gut, wie ich mir das gehofft oder erwünscht habe. Da könnte ruhig noch ein bisschen mehr runterkommen. Da kommt noch was, wie ihr seht. Moment. Kann dieses Teil das sehen? Kann er? Ah, noch nicht ganz. Irgendwas ist im Weg. Soweit kann man übrigens rauszoomen. Also eigentlich kann ich sogar noch weiter rauszoomen, aber dann siehst du ja gar nichts mehr. So, Moment. Kannst du jetzt hier den sehen? Hast du eine Line of Sight? Immer noch nicht. Wie ist denn das möglich? Der kleine Hügel hier, der macht mir das Leben schwer. Das war übrigens unser toller Artillerieschlag. Ne, die sind immer noch dabei beim Majestic Fire. Jetzt kommt was runter. Eieieiei, Mortar bitte da drauf halten. Feuer. Der andere Mortar schießt weiterhin da drauf. Feuer. Wir haben noch theoretisch noch einen dritten Mortar, aber den will ich noch ein bisschen in der Hinterhand halten. Oh, die haben halt. Ach du Scheibenkleister. Okay, ich habe keine Ahnung, wie die es geschafft haben, uns zu entdecken, aber die haben auch irgendwelche Luftschläge. Fast. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gesehen, Freunde. Ich habe das noch nie gesehen, dass der Gegner das auch hat. Vor allem, weil es nicht angekündigt war. Das war nicht im Mission Briefing mit drin. Und habe ich auch vorher noch nie gesehen. Wie gesagt, ich habe diese Mission schon mal gespielt. Feuer frei. Setz sie mal unter Druck hier. Jetzt! Das war gut. Das war jetzt gerade eben der Luftschlag. Oder beziehungsweise der Artillerieschlag. Und jetzt hätten wir noch dieses Teil hier. Einzige, was ich einfach nicht weiß, ist, wie ich diesen Käse hier drehe. Es kann ja nicht sein, dass der. War nochmal ein Nachschuss, wie ihr seht. Es muss ja möglich sein, das Ding zu adjusten, ne? Aber es steht halt nicht dran. Es gibt überhaupt keine Informationen für mich an dieser Stelle. Schnief. Oh, die stehen hier eigentlich ganz gut. Bewegen die sich hier gerade eben? Nein! Jetzt habe ich da hingeklickt. Ich könnte kotzen. Ich wollte das Ding eigentlich hier extra. Ich habe extra auf dieses Ding geklickt, damit es hier nirgendwo hinklickt. Oh. Also die Steuerung, muss ich ganz ehrlich sagen, die gehört noch ein bisschen general überholt. Also da ist noch. Also ich hoffe, dass es in der finalen Version besser ist, Freunde. Ja, das wäre jetzt hier unser Ding gewesen. Und unsere Leute werden es hier zusammengeballert. Heiliges Kanonenrohr und die Panzer waren noch nicht mal da.
Also, wie gesagt, es gibt noch Panzerleute und die waren noch nicht mal da. Das sind katastrophale Verluste. Hui, ich habe zum ersten Mal gesehen, dass dieses komische Teil da was getroffen hat. Oh. Da kommt wieder ein Fahrzeug an. Muss ich hoffen, dass diese AT-Gun hier irgendetwas treffen kann. Pause, kannst du ihn jetzt treffen? Ja, komm, jetzt will ich mal was sehen. Ich will mal was für mein Geld sehen für diese AT-Gun. AT-Gun ist am Laden, so wie es aussieht, und. Komm, do it. Ja, hat irgendwie wenig bewirkt. Das ist halt echt krass, wie die halt einfach nichts treffen, ne? Ich habe meine ganzen Special Abilities schon eingesetzt. Also am meisten enttäuschend finde ich immer noch hier den Luftangriff. Den habe ich nämlich jetzt schon in mehreren Versuchen immer wieder angeklickt, ohne einen Effekt feststellen zu können. Also das ist so eine Sache, die mich nicht gerade glücklich macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt treffe ich den da einfach nicht. Warum treffe ich den da nicht? Offiziell ist er in meiner Line of Sight. Ganz eindeutig. Er hat nicht mehr genügend Munition. Der kann jetzt einfach hier nur rumschleichen. Was war das jetzt? Hab ich ihn getroffen? Tracked. Ah, er wurde getrackt. Sehr gut. Kann sich nicht mehr bewegen. Jetzt seht zu, dass ihr was draus macht. Hallo? Macht ihr jetzt was draus? Oder gilt das Ding jetzt hier schon als erledigt? Nee, kann ja wohl nicht sein. Kann ja wohl nicht sein, dass das Ding als erledigt gilt. Ah, okay. Das gilt schon als ausgeschaltet. Okay. Weil es getrackt ist, kann nichts mehr machen. Aber da sind noch Soldaten drauf. Das Problem ist, müsste ich die erstmal noch ausschalten. Kann ich jetzt mit diesem blöden Mörser noch irgendwas tun? Mal gespannt, ob dieser Mortar jetzt irgendwas tut. Batch One nailed him, was? Also das Komische ist, dass sie ihn jetzt komischerweise attackieren können. Wieso auch immer die Schüsse jetzt hier so landen. Offiziell ist das Ding, glaube ich, zerstört. Okay, also ich weiß jetzt nicht, ob die Soldaten da theoretisch jetzt noch kommen oder nicht. Wir lassen es jetzt einfach mal gut sein, auf die zu schießen. Und schießen mal lieber auf die da. Aber die Verluste, die wir jetzt hier hinnehmen mussten, die waren schon empfindlich. Habe ich die getroffen? Ich glaube nicht. So, sobald die hochkommen, kann ich die jetzt hier attackieren. Fire. Kann der die eigentlich attackieren? Sehe ich den denn wieder nicht? Angeblich ist da eine Einheit, aber man sieht sie nicht. Da haben wir jetzt hier gerade nochmal jemanden getroffen. Da war definitiv doch jemand drin. Aber es hat nicht ausgestiegen. So, dieses Rifle-Team sieht nichts. Von hier aus sehen sie auch nichts. Können sie mal dahin schleichen lassen. Ihr rennt jetzt mal da rein. Und euch lasse ich jetzt mal da raus sneaken.
Oh Gott, der wurde gerade eben abgeschossen. Ich weiß gar nicht von wem. Kann ich die sehen? Ich glaube, ich kann die sehen, ne? Nee, kann ich nicht, diesen Entdeckung. Müsste sie jetzt hier flankieren gehen, aber dann sehe ich sie auch nicht. Nur an einigen wenigen erhöhten Stellen kann ich sie sehen. Hier schleicht jetzt einfach mal an diesen Felsen ran. Oh, da kommt jetzt was. Hier runterwärts. Kann ich die hier beschießen? Ja, Feuer. Do your thing, du blödes Maschinengewehr. Nagel sie fest. So, warte mal. Kann ich euch jetzt sagen, dass ihr bitte an diese Wand euch ran sneakt? Oder ran bewegt? So, könnt ihr die jetzt hier attackieren? Warte mal, ich guck mal gerade eben. Nee, können sie nicht. Können sie nicht. Okay. Das Gefecht ist halt gerade eben wirklich bitter. Aber ihr seht auch, wir sind schon bei 31 Minuten, ne? Also. Ich hoffe einfach, dass wir das. Also, es kann sein, dass ich das vielleicht cutte. Wir werden sehen. Dann werden halt eventuell immer mal zwei Folgen draus. Yikes! Teilweise weißt du gar nicht, warum die getroffen werden. Oh. Das MG trifft halt einfach mal nichts, ne? Also das ist schon ein Zustand, wie das nichts trifft. Warte mal, ich habe doch noch diesen letzten Mortar da, ne? Waren da nicht noch Truppen hier oben gesichtet gewesen? Ich weiß es nicht. Schieß einfach mal dahin, Feuer. Der Mortar hier defendet. Hier feuern wir auch noch hin. Ich mache jetzt einfach Mörser-Sperrfeuer, so gut ich kann. Das ist so krass, denn das MG hat die nicht getroffen, aber die treffen die. Wir haben einfach nur solche Noobs, solche Lowbops am Anfang. Das ist einfach nicht fair. Und ich spiele das Spiel noch auf einem fairen Schwierigkeitsgrad, ne? Also das Spiel ist bockschwer, Leute. Es ist einfach unbelievable schwer. Selten ein so schweres Spiel erlebt. Na? Da kommt jetzt was. Zack, da haben wir jetzt erstmal nichts getroffen. Versuche ich die da hier zu attackieren. Feuer. Das ist out of range. Oh, come on. Out of range, das böse Wort. Der hat eine Reichweite von. Ich weiß es halt nicht. Es ist halt einfach nur durch diesen komischen roten Balken angezeigt, ne? Target out of range. Okay, ich hab's verstanden. Aber wo bist du eigentlich, dass du so behauptest, dass alles out of range, wenn die anderen, du bist doch kaum weiter weg als die anderen. Okay, du bewegst jetzt einfach mal dahin. Das ist nicht mal präzises Mortar Fire. Oh, der war gut. Und wichtig. Ich glaube, meine Mortar-Truppe hat keine Mortargeschosse mehr. Ja, die haben keine Muni mehr. Was doof ist. Aber auch nicht zu ändern. Also das ist auf jeden Fall eine Materialschlacht sondergleichen, die ja gerade eben stattfindet. Eine Pause. Könnt ihr dieses Teil jetzt hier ausschalten? Und noch so ein HE-Teil, komm. Also ich glaube, es ist einfach kaputt.
Einigen wir uns darauf, dass es ausgeschaltet ist, ansonsten wäre nämlich jetzt höchstwahrscheinlich irgendwas passiert. Ich komme dann nicht auf die Typen da oben drauf. Ich müsste sie von hier aus attackieren. Ich lasse jetzt mal schnell rennen, weil die werden gerade eben eigentlich nicht gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Kommt schon, Mörser, jetzt nehmt die raus. Könnt ja auch mal einer treffen. Ihr sollt dahin treffen und nicht jedes Mal diese Stelle, diese falsche Stelle treffen sie wie eine Eins. Oh, wir haben gewonnen. Okay, das Lustige ist, Leute, ich habe ja schon. Dieses Gefecht lief ganz anders ab, als was ich schon erlebt habe. Ich habe hier nämlich schon gegen Panzer 3 und Panzer 4 gekämpft und war nicht dazu in der Lage, sie zu besiegen. Meine AT-Guns konnten sie nicht durchschlagen. Also was ich persönlich finde, was eine der ganz, ganz großen Schwächen des Spiels derzeit ist, vielleicht ist es möglich, aber das Spiel erklärt sie halt leider einfach nicht, wie du verhinderst, dass deine Anti-Tank-Waffen einfach random von den Soldaten schon verwendet werden, ne? Das ist zwar, manche würden sagen, das ist die große Herausforderung, die Einheiten dann entsprechend einzusetzen. Aber es gibt hier sehr viele Ungenauigkeiten und ich denke, das Frustpotenzial hier, weil man nicht weiß, was, warum passiert, kann in diesem Spiel sehr groß sein. Umso mehr ich das jetzt hier spiele. Also ich bin jetzt hier, glaube ich, schon 10 Stunden drin und habe immer noch viele Dinge nicht verstanden. Einfach weil das Spiel sie dir in keinster Weise offenbart. Und das will ich euch natürlich an dieser Stelle auch noch gesagt haben. Wir werden auf jeden Fall nochmal reinschauen, wenn ihr wollt. Spätestens dann, wenn ich euch noch Informationen geben kann bezüglich der potenziellen, ne, Community-Gutschein bzw. Rabattgutschein, ja oder nein. Weiß nicht, ob ich nochmal eine Schlacht spielen werde. Ich überlasse es im Zweifelsfall euch. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin raus. Macht's gut, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.